Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es um ein paar alte, removed Rezepte aus Naxxramas und da war ich wieder ein bisschen fleißig, habe ein paar Ressourcen zusammengefarmt und da würde ich sagen, schauen wir jetzt einmal rein. Ich habe insgesamt hier 240 von den Druckmitteln des Todes. Die habe ich umgewandelt über ein paar Geißelsteine, und zwar Geißelstein des Verderbers bzw. Geißelstein des Eindringlings. Und da wollen wir uns jetzt hier in Naxxramas von diesem Goblin ein paar Rezept-Tokens holen. Das sind einmal diese hier, schleimbedeckte Schriftrolle, und die kosten 12 Stück. Heißt, ich habe wieder genauso viele Materialien besorgt, dass wir uns 20 von den Tokens kaufen können. Und da können halt Rezepte drin sein, mit denen ich dann teure Sachen craften kann, beziehungsweise wenn ich manches doppelt kriege, kann ich auch die Rezepte verkaufen und die sind teilweise ein paar hunderttausend Gold wert. Manche nicht, manche sind auch eine Million wert, das ist aber halt jetzt immer noch ein bisschen schwankend. Gut, vielleicht zur Erklärung, falls ihr das auch machen wollt. Das Ganze habe ich ja im letzten Teil schon zum Teil erklärt. Es gibt nämlich zwei Händler, einmal den hier in Naxxramas und den anderen bei der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts, dass ich nicht wieder hoffnungslosen Lichts sage, wie in dem einen oder anderen Video. Und da kann man bei der Ergänzungsdämmerung auch Zeug umtauschen. Gibt es ein anderes Token, da kriegt man aber hauptsächlich blaue Rezepte, die aber auch ziemlich gut was wert sind. Genau. Und ja, wie kommen wir jetzt hier zu dem Händler und dem ganzen Zeug? Ihr braucht ein paar Achievements, und zwar brauchen wir einmal in der Kategorie Erkunden östliche Königreiche das Achievement der Erinnerung an Sholomance. Damit können wir das alte Sholomance freischalten. Dann brauchen wir Schutz der Zitadelle des Schreckens. Damit können wir Geheimnisse Naxxramas freischalten. Und eins der Sachen, der Rätsel zum Freischalten braucht halt das alte Sholomance. Deswegen braucht ihr das vorher auch. Wenn ihr die Geheimnisse freigeschalten habt, dann könnt ihr mit einem weiteren Rätsel den Händler hier freischalten, der dann am Anfang von Naxxramas steht. Und auch dazu habe ich ein Video gemacht. Ich werde euch alle drei Videos einfach in die Infobox posten. Da könnt ihr gerne nachschauen, falls ihr den Händler jetzt hier nicht stehen habt. Da müsst ihr halt einiges an Rätselstuff machen. Und ja, sonst geht das Ganze nicht. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir rein und geben die Sachen mal ab. Übrigens, diese Tokens, die ich mir jetzt hier gefarmt habe, die Geißelsteine, könnt ihr hier bei ihm eintauschen. Die großen, die Geißelsteine des Verderbers, können wir eintauschen gegen Druckmittel des Todes. Das ist die Währung von ihm, 1:1. Und die kleinen hier, da braucht ihr 10 Stück für ein Druckmittel. Und die stammen quasi aus Nax und Sholo. Aus Sholo und Stratholm, also aus den 5-Mann-Dungeons, kriegt er 1 pro Boss. Und die großen Steine, die gibt es in Naxxramas pro Boss, aber da könnt ihr halt nur 15 in der Woche kriegen mit einem Char, weil das ja eine Lockout-ID hat. Ne? Die anderen könnt ihr endlos farmen, aber solange ihr IDs offen habt mit Twinks, könnt ihr die Dinger quasi rauf und runter farmen, immer 15 pro Run mitnehmen, weil es halt 15 Bosse sind. Gut, das ist soweit zum Vorgeplänkel. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns die Teile. Und drückt mir die Daumen. Ich will nicht so viele Doppelungen haben, weil ich will die Rezepte ja selber lernen. Wenn wir Doppelungen haben, dann hauen wir die halt ins Auktionshaus. Ne? Und dann schauen wir mal. Also, gucken wir mal rein, was wir Schönes haben. Erstes Rezept brauche ich schon. Das soll anscheinend 100.000 wert sein. Okay. Zweites Rezept kann ich auch brauchen. 250.000 soll das angeblich wert sein. Dann haben wir hier eins. Das brauche ich auch noch. 50.000. Wie gesagt, es ist noch relativ am Anfang vom Patch. Hier 700.000 das Rezept. Ob man die natürlich dafür verkauft. Ne? Ich bin keiner von denen, die irgendwie so Goldgeizmann auf Thumbnail hauen, 5 Millionen in 5 Minuten oder so. Ob die für die Werte weggehen, das kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Muss man ganz ehrlich sein. Aber ich mache es jetzt eher für die Sammlung und dann gucken wir mal, wenn wir Doppelungen haben, dann kriegen wir die vielleicht für ein bisschen Gold los. Gold können wir ja nie genug haben. Ja, das sind eigentlich alles. Das eine ist Inji, Schneider, Schmiedekunst. Ich habe ja alle meine Berufschars mittlerweile auf einem Server. Die meisten sind tatsächlich Schmiedekunst, wie ich sehe. Es sind insgesamt 33 verschiedene Rezepte, also doch einige, die es hier gibt. Jetzt tun wir mal alle quasi einmal aufmachen und dann können wir sie eventuell schon mal lernen. Voilà. Gut, das sind alle 20 Stück. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an und lernen sie. Also das ist Schneiderei, das kann ich schon mal nicht lernen. Hier haben wir jetzt schon mal ein klassisches Schmiedekunstrezept. Das lernen wir jetzt schon mal. Werden 100.000.
Dann haben wir hier noch ein Schneiderrezept, das ist aber nicht das gleiche, oder? Nein, das sind zwei unterschiedliche. Dann haben wir hier noch ein Schmiedekunstrezept. Noch eins, 700k wäre das Rezept wert. Das ist dicke, aber das lernen wir auch. Dann haben wir noch ein Schmiedekunstrezept. Noch ein Schmiedekunstrezept, aber ist gut, sind viele unterschiedliche. Da kann ich kann die ganzen Items dann herstellen und die fertig hergestellten Items dann zahlen. Hier mein Ingenieursrezept. Da ist noch ein Schneider. Das ist auch ein unterschiedliches. Dann, was ist das? Ach, das kann, das habe ich jetzt schon gerade gelernt. 100k ist das wert. Das habe ich anscheinend auch schon gelernt. Das ist nochmal ein anderes Schmiedekunstrezept. Das ist auch noch ein anderes. Auch. Das ist bereits bekannt. Das können wir ins Auktionshaus hauen. Schneiderei. Jetzt muss ich mal gucken. Gletschermantel. Ah, den Gletschermantel habe ich schon mal. Okay. Eins, das ich nicht habe. Da haben wir noch Lederer und noch mal ein Schmied. Ich bin relativ zufrieden. Da waren jetzt gar nicht so viele Doppelungen dabei. Bei 20 Rezepten, ne? Die 4 sind Doppelungen. Die kann ich jetzt auf meinen Schneider schicken. Das kann ich auch noch auf den Ingi schicken. Ist ja gar nicht so schlecht. Jetzt gucken wir mal beim Token noch mal rein. Wie viel sind das jetzt noch? 33 waren es am Anfang. 20 sind es jetzt noch. Heißt 13, habe ich da schon raus. Und das sind hier nochmal 4. Also habe ich echt gut was rausgezogen, ne? Kannst nichts sagen. Die kann ich jetzt dann noch auf den Twinks lernen. Und ja, damit sind wir schon soweit durch. Jetzt können wir mal kurz die noch ins AHA hauen und dann gucken. Und dann werde ich nachher mal schauen, dass ich die Waffen und Items, ich glaube, da war auch ein, zwei Lederrüstungssachen dabei, dass ich die dann quasi schon mal crafte und vielleicht können wir damit auch ein bisschen Gold machen. Also, das hier ist 100k wert. 10. Na gut, das ist nur 10k wert. Das ist ein Loser-Rezept. 69. Die ganzen teuren, die habe ich selber gelernt, ne? Aber gut, so ist das. Okay, die muss ich dann noch in meine TSM-Liste packen. Das machen wir jetzt aber nicht mehr in dem Opening-Video. Und ja, das war es jetzt soweit mit den Rezepten. Schreibt mir gerne Fragen, die noch offen geblieben sind, beziehungsweise Anregungen in die Kommentare. Und ja, dann wird es bestimmt in der Reihe noch das ein oder andere Opening geben, sobald ich wieder mehr Steinchen gefarmt habe. Und dann werden wir uns bestimmt noch ein paar mehr Rezepte holen. Ich verabschiede mich für die Aufnahme an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilar, bis zum nächsten Mal. Ciao.